Das, was wir hier erlebt haben, hätte ich mir niemals vorstellen können. Und dass es irgendwie so viele Wendungen gibt. Wir machen eine 12-tägige Tour durch den gefährlichsten Dschungel der Welt, den Darien Gap in Panama. Wir sind eine Gruppe Abenteuertouris und ich komme bei der Reise hart an meine Grenze. Fuck! Dieser Film ist die zweite Reportage über diese Reise. Im ersten Teil bin ich der Frage nachgegangen, warum zur Hölle Leute für diesen gefährlichen Abenteuertourismus viel Geld zahlen und sogar ernsthafte Verletzungen in Kauf nehmen. Ich bin in den Matsch gerutscht und mit dem Arm irgendwie so komisch aufgekommen, dass sich mein Arm wohl ausgekugelt hat. Grenzerfahrung schön und gut, aber sind solche Touren hier wirklich vertretbar? Als Touristengruppe fliegen wir ans andere Ende der Welt, laufen zum Spaß durch den gleichen Wald, durch den jährlich Hunderttausende Migranten Richtung USA flüchten, stapfen durch die unberührte Natur und teilen alles später auf Social Media. Wird das dazu führen, dass hier bald Tourimassen durchwandern? Ich spreche mit der Firma Wandermut, die solche Touren anbietet. Wir wollen ja die härtesten und krassesten Touren an die abgelegensten Orte der Welt, wo halt sonst gar keiner hinkommt. Das ist ja unsere Leidenschaft. Und ich treffe Indigene im Dschungel und frage, wie sie es eigentlich finden, wenn westliche Touris immer mal wieder vorbeikommen. Und nebenbei versuche ich irgendwie, diese Wahnsinnstour zu überstehen. Das wird zum Ende hin sehr viel härter als gedacht. Wir sind jetzt schon ein paar Tage im Dschungel unterwegs und neben all den Herausforderungen, dem Gepäck, der Hitze, dem schweren Weg, gibt es durchaus Momente, die richtig schön sind. Zum Beispiel entdecken wir eine Jaguarspur. Boah, ist das geil. Ich habe gerade gehört, dass es heute Nudeln mit Tomatensauce gibt und Thunfisch. Jetzt habe ich einen Grund weiterzulaufen. Katja, die sich den Arm ausgekugelt hatte, trägt ihren Rucksack tatsächlich wieder selbst. Also heute bin ich richtig zufrieden mit meinem Camp. Aber es gibt die ersten Verschleißerscheinungen. Unsere Füße fangen an zu schwächeln. Bei Ricardo haben sich die ersten Blasen geöffnet. Tut's weh? Ja. Ist schon ein bisschen auf dem Weg zur Entzündung, habe ich das Gefühl. Ja, sieht schon gut aus. Ja, ich meine, ich kann ja dann noch Antibiotika nehmen. Kann ich schon mal probieren. Unser Teamleiter Matti, der von Seite des Veranstalters Wandermut die Verantwortung für die Gruppe trägt, darf, was das Antibiotikum angeht, keine klare Empfehlung aussprechen. Verordnen dürfte das nur ein Arzt. Er unterspritzt die Blasen stattdessen mit einer antiseptischen Creme, um eine Infektion möglichst zu vermeiden. Eine Dschungeltour leitet Matti zum ersten Mal. Und dann gleich im gefürchteten Darien Gap. Jetzt merkt man richtig so, dass man halt wirklich weg ist von der Zivilisation. Ja. Gar nichts mehr. Wir sind nur noch auf uns gestellt. Ja, stell dir mal vor, heute passiert was, jemand bricht sich den Fuß oder so, dann haben wir wirklich ein ziemlich mittelschweres Problem, sage ich jetzt mal so. Und gestern Abend auch Skorpion im Camp und so, Spinnen überall. Ja. Kriegen wir hin, im Positiv eingestellt, kriegen wir alles hin. Nebenher, super. Dieses Mindset hätte ich gerne. Es würde mir echt weiterhelfen, wenn ich die Anstrengung, die Umstände, die Gefahren ausblenden könnte. Aber ich kann es nicht. Vor allen Dingen die starke Strömung im Fluss macht mir große Angst. Eine Teilnehmerin wird einmal fast mitgerissen. Und das hätte jedem passieren können. Ich soll und will das ja nicht so laut vor der Gruppe breittreten, wenn es mir schwerfällt. Aber ganz ehrlich, nach den schweren Flussüberquerungen ist mir zum Heulen zumute. Als ich einmal bei einem steilen Anstieg, den ich natürlich nicht filmen kann, den Halt verliere und über mehrere Meter eine Felswand runterrutsche, schreie ich los. Dass ich das total wahnsinnig finde, was wir hier machen. Dass es einfach viel zu gefährlich ist. Aber das Ding ist, mein Gezeter bringt ja nichts. Wir kommen hier jetzt erstmal nicht mehr raus und ich versau den anderen nur die Laune. Ich versuche wirklich mein Bestes, mitzuziehen und ruhig zu bleiben. Aber es fällt mir echt schwer. Mit ein bisschen Abstand, ein paar Wochen später, treffe ich die Veranstalter, die Gründer der Firma Wandermut in Köln. Tom Schinker und Martin Drusel. Ich erzähle euch gleich, wie unsere Tour weiterging. Das war nämlich noch nicht alles. Wenn du sagst, das ist das Härteste, was du dir vorstellen kannst, ja. Das finde ich gut. Wir wollen ja die härtesten und krassesten Touren an die abgelegensten Orte der Welt, wo halt sonst gar keiner hinkommt. Ja. Das ist ja unsere Leidenschaft.
Wandermut ist ein Abenteuer-Startup. Alle Reisen, die sie anbieten, sind extrem. Bekannt geworden sind sie durch das YouTube-Format Seven vs. Wild, das die beiden mit Hilfe ihrer guten Connections in Panama mitorganisiert haben. Das YouTube-Format, bei dem 7 Leute einzeln für 7 Tage auf einer Insel in Panama ausgesetzt wurden, war der YouTube-Mega-Erfolg Ende 2022. Die Jungs von Wandermut waren dafür vor Ort und sind dadurch auch selbst über Nacht einem Millionenpublikum bekannt geworden. Ich bin sogar in der Sauna letztens einmal angesprochen worden. Vielleicht auch gut. Die Firma der Jungs boomt seitdem. 2023 ist so gut wie ausgebucht. Gerade haben sie ein neues Büro bezogen und sie stocken ihr Team auf. Was sie anbieten, sind Extremreisen, Abenteuerurlaub mit Risikofaktor. Mit meinen Schilderungen aus dem Darien Gap kann ich sie kein Stück schocken. Würdet ihr die Darien Gap Tour selber als lebensgefährlich bezeichnen? Ja, von nur. Allein aus dem Grund, weil Hilfe nicht so schnell kommen kann, wie wir es hier gewohnt sind. Ja, innerhalb von 10 bis 15 Minuten ist in Köln ein Rettungswagen an jeder Haustür, im besten Fall. Mhm. Im Darien kann das mal locker 24 Stunden, 2-3 Tage dauern. Oder gar nicht. Und das ist die wahre Gefahr. Ich habe mir einige Interviews von euch angeschaut und ihr sagt ja auch ganz offen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert, ne? Klar. Mhm. Ja. Natürlich gibt es immer noch den Faktor des Risikos. Wenn du nicht Gefahr läufst, irgendwie dich psychisch oder physisch zu verletzen, dann ist es ja sicher. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Das ist die Definition von einem Pseudo-Abenteuer. Aber wenn wir als Wandermut echte Abenteuer möglich machen wollen, dann dürfen wir dieses Risiko nicht komplett streichen. Die Lebensgefahr wird quasi mitverkauft. Kann man das wirklich bringen? Fehlerhaft wäre es, wenn wir nicht darüber aufklären würden, was wir tun. Und das tun wir. Und wer sich dennoch entscheidet, mitzukommen, dann sagen wir, okay, dann tickst du halt genauso wie wir. Dann weißt du, worauf du dich einlässt und was auch alles passieren kann. Willkommen, dann komm mit. Auf meiner Tour sind auch nur Leute dabei, die sich ganz bewusst für das Risiko entschieden haben und sich für die Teilnahme extra bewerben mussten. Letztlich entscheiden die Veranstalter dann, wen sie für geeignet für die Expedition halten und wen nicht. Ich hatte euch schon im ersten Teil erzählt, dass auch eine Polizistin, eine Intensivkrankenschwester und ein Physiotherapeut dabei waren. Ein Glück für Katja, die sich ja den Arm ausgekugelt hat und so wenigstens ein bisschen fachmännische Betreuung hatte. Nimmt Wandermut mit Absicht Leute mit, deren Skills im Notfall die Gruppe weiterbringen? Wir suchen nicht die Leute nach Berufsgruppen aus. Mhm. Es kristallisieren sich aber gewisse Berufe raus, die potenziell offensichtlich mehr Bock auf sowas haben. Echt, ja? Das sind Soldaten, das sind Polizisten, das sind Ärzte, Physiotherapeuten würde ich mal jetzt grob dazu zählen. Ja, Mediziner generell. Also Mediziner generell. Kommt euch ja auch total entgegen. Also ich war total froh, dass die dabei waren. Ja. Aber das ist, ich sag mal, nicht on purpose. Also die sind einfach dabei, weil sie dabei sind. Aber wir haben sie nicht deswegen ausgesucht. Einer hier ist quasi im Auftrag von Wandermut dabei, nämlich Joris, der die Reise im Rahmen einer Kooperation mitmacht. Er war einer der Kandidaten bei Seven vs. Wild und ist dadurch im Netz bekannt geworden. Hier auf unserer Tour sammelt er fleißig Content für seine Social-Media-Kanäle. Promo für ihn und für extreme Dschungelabenteuer wie diese. Mitten auf dem Trail, das nächste. Hier, eine kleine Vogelspinne. Die ist ja mini. Mir fällt auf, dass auch Ricardo aus der Gruppe immer wieder am Filmen ist. Wofür filmst du so? Auch für Instagram, für mich, für meine Eltern. Aber meistens so Content für Instagram. Echt, ja? Ja. Wie viele Follower hast du? 25.000. Was? Ja, ich mache meistens eigentlich Tattoo-Content, aber bei Instagram ist man ja auch, man ist auch persönlich. Und ich habe viele Leute, die sich sehr freuen, einfach zu sehen, was wir hier erleben. Und das will ich auf jeden Fall teilen mit den Leuten. Und ich glaube, denen auch so einen Eindruck geben, was es so außerhalb von der normalen Welt noch so gibt. Das, was wir hier tagtäglich durchmachen, liefert auf jeden Fall einzigartigen Social-Media-Content. Dschungelinhalte ziehen. Der Regenwald fasziniert viele. Nicht nur bei Wandermut sind die Dschungelabenteuer ausgebucht. Auch von anderen Reiseveranstaltern habe ich das Gleiche gehört. Die Nachfrage ist riesig. Bedeutet das, dass hier bald immer mehr Touris durch den Dschungel wandern? Unser Teamguide Rick, der selbst aus Panama kommt und uns hier mit Hilfe seines Teams aus 4 Locals durchschleust, ist skeptisch, ob das hier im Darien Gap überhaupt möglich wäre. Yeah, I think the size of this group is probably the maximum that we like to bring. Otherwise it becomes too big
the river crossings that we did today, how long would you guess one of those river crossings took? Like 5 minutes each? So imagine double the number of people. Right. So that's 10 minutes crossing a river. Yeah. Imagine, you know, 45 people. Like, wow, that would be... Your nightmare. Yeah, that would be a nightmare. Also, the impact in the area. If we have too many people, we have to create or cause more impact. Auch das war einer der Gründe, warum ich die Reise mitmachen wollte, um herauszufinden, inwiefern wir dem Dschungel mit unserer Wanderung schaden. Müll hinterlassen wir schon mal keinen. Vorher konnte ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber tatsächlich sammeln wir alles, was nicht verrottet, über die Zeit in eigenen Müllsäcken, die wir immer dabei haben. Ja, das weiß ich jetzt erstmal mit hier rein. Auch über die große Impact-Frage habe ich mit Wandermut gesprochen. Obwohl die Nachfrage riesig ist, wollen sie übrigens nicht noch mehr Dschungeltouren anbieten, weil sie eigentlich das Gegenteil von Massentourismus sein wollen. Seht ihr trotzdem, dass wir eine Spur hinterlassen, die vielleicht nicht wirklich nachhaltig ist, wenn wir so eine Dschungeltour machen? Wir wollen das alles so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Natürlich sind wir jetzt nicht die super nachhaltige, umweltbewusste Company. Das wäre falsch, das zu behaupten. Wir wissen natürlich, dass wir mit jedem Flug um den Globus so viel CO2 ausstoßen. Also wenn wir da jetzt sagen, okay, wir... Ja, also es ist nicht nachhaltig. Mhm. Fakt. Aufgrund der Flüge. Ja, aufgrund der Flüge. Aufgrund der Flüge. Ja, den größten Schaden haben wir wohl schon vor unserer Reise angerichtet, mit unseren Flügen nach Panama. Und ich bin wirklich die Letzte, die bei Fernreisen den Moralapostel spielen sollte. Ich glaube, auch hier in der Gruppe ist den meisten bewusst, dass wir für unser Fernweh der Umwelt schaden. Wie eigentlich ja jeder, der sich für eine Urlaubsreise in den Flieger setzt. Aber ist das, was wir hier machen, noch ein Stück schlimmer? Ich meine, man fliegt halt um die halbe Welt, ja. Ne? Um dann Regenwald natürlich nur temporär so ein bisschen zu zerstören, weil wir schlagen uns hier halt durch. Ne? Mhm. Was Franzi meint, ist das hier. Die Pfade sind teilweise zugewachsen. Die Helfer aus Ricks Team müssen uns immer mal wieder den Weg mit ihren Macheten freischlagen. If you want to go deep in a very remote area, you cannot do it without a machete. Because the jungle is going to be overgrown. I mean, there's just no other way of doing it. Ich kenne das schon aus meiner Erfahrung im Dschungel in Belize und von anderen Drehreisen, zum Beispiel in den Amazonas. Ohne Machete geht hier gar nichts. Fairerweise will ich aber dazu sagen, die niedrige Vegetation, die wir hier wegschlagen, wächst in 0, nichts nach. Trotzdem sieht das von außen betrachtet schon irgendwie nach unnötiger Zerstörung aus. Now, some people might say, well, why do you go? Why go there? Just leave it alone. Well, the thing is, our activity brings economic benefit to these people with minimal impact as opposed to the alternatives that they have. Ob das stimmt, das werde ich in den nächsten 2 Tagen herausfinden. Denn wir treffen die Menschen, die hier in dem Dschungel, der uns so sehr auf die Probe stellt, leben und denen große Teile des Waldes auch ganz offiziell gehören. Wir betreten jetzt das Gebiet der Embera. Das sind die Indigenen, die hier in der Gegend wohnen. Die wissen auch Bescheid. Das war vorher ein komplizierter Prozess, die Genehmigung zu kriegen. Den muss Rick jedes Mal durchlaufen, wenn er eine Gruppe herbringt. Die wissen also, dass wir hier sind. Wir sind angemeldet, haben Genehmigung, ja. In einem Dorf der Embera dürfen wir sogar 2 Nächte schlafen und vor dem letzten und schwersten Teil der Reise noch einmal 1 Tag lang durchatmen. Wir sind angekommen, nach der krassesten Etappe bis jetzt. Ich schlage mein Lager auf dem Gelände der Dorfschule auf. Es tut so gut, die Hängematte unter einem festen Dach zu haben und endlich Platz, um mal alle Sachen auszubreiten. Oh, wie geil so ein Zementboden sein kann. Finde ich gerade mega. Keine Angst vor Regen, keine Angst vor matschigem Boden. Es ist richtig, richtig gut. Am nächsten Morgen mache ich mich auf ins Dorf. Ich will mit den Dorfbewohnern darüber sprechen, was sie von unserem Besuch halten. Erstmal gebe ich meine Wäsche bei einer Familie ab. Die Leute im Dorf haben angeboten, sie für uns gegen Bezahlung zu waschen. Und
Untereinander sprechen die Leute im Dorf übrigens ihre eigene indigene Sprache. Aber sie sprechen auch Spanisch. En una pregunta. Okay. ¿Y cuál es su, su país natal, donde usted nació? Alemania. Ah, usted es German. Mm-hmm. Oh, okay. Alegra. ¿Conoces Alemania o has oído? He oído. Sí. Sí, geográficamente lo he oído. Dann lerne ich Armenia kennen. Sie ist 29 Jahre alt und wohnt mit ihrer Tochter hier. ¿Qué hacen el día uno? Mm-hmm. Trabajando, haciendo esta artesanía. Ese que hacemos aquí nuestro indio por nosotros. Einerseits würde ich gerne einen ihrer Körbe kaufen. Andererseits ist unsere Tour noch längst nicht vorbei und ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Ich frage sie, ob sie mir mehr über ihre Kultur erzählen kann. Sie zeigt mir ein Video vom letzten Dorffest. Todo es tradición este. Mm-hmm. La música. Todo tradición también de nosotros. Armenia hat eigentlich zwei Kinder. Ihr Sohn ist 14 Jahre alt, aber er ist weit weg in der Hauptstadt. Sí. Wow. Hier im Dorf, mitten im Dschungel, ist es zwar traumhaft schön. Lieber, auch jetzt lieber als nach Hause zu gehen irgendwie. Mhm. Lieber hier bleiben. Das ist so ein cooler Ort. Schon schön, ja. Es gibt fließend Wasser und Strom durch die vielen Solarzellen. Aber Geld verdienen, um zum Beispiel eine Arztbehandlung zu bezahlen, das geht nur in der Stadt. Oder wenn Touristen wie wir vorbeikommen. Aber dass die letzte Gruppe hier war, ist schon ein paar Monate her. Ich siento que alegre que vienen como a visitar la comunidad y colaborar con muchas cositas que pueden comprar. Das ist die Frau des Dorfladenbesitzers. Sie hat einen behinderten Sohn und bezahlt mit dem Geld zum Beispiel seine Behandlung im Krankenhaus in der Stadt. Wir sind ganz pragmatisch einfach eine Einkommensquelle. Und davon gibt es hier mitten im Darien Gap nicht viele. What are the alternatives? Destroying large tracts of jungle to plant a little rice or to destroy the rivers looking for gold or smuggling drugs across the jungle. Okay, so that's it, guys. Ich verstehe, was Rick meint, aber dass wir mit unseren paar Dollar, die wir hier lassen, mit den Einnahmen aus dem Drogenschmuggel konkurrieren können, bezweifle ich. Und Gruppen wie wir kommen in so unregelmäßigen Abständen, dass die Leute hier im Dorf mit unseren Einnahmen nicht fest rechnen können. Immerhin, die Guides aus Ricks Team gehören auch zu den Embera und haben durch die Touren immer mal wieder feste Jobs. Aber ist das alles die lange Anreise für unser Dschungelabenteuer wert? Ich jedenfalls verlasse das Dorf mit einem guten Gefühl. Die Menschen hier sagen mir, sie freuen sich jetzt schon auf die nächste Gruppe. Vorbei mit Ausruhen, zurück im Wahnsinn dieser Wanderung. Der schwierigste Abschnitt kommt jetzt. Wir müssen die letzte Bergkette überwinden, die uns noch von der Pazifikküste trennt. Es läuft okay. Ich bekomme die hohen Anstiege von der Fitness ja jetzt schon viel besser hin als in den ersten Tagen. Dann unsere letzte Flussüberquerung, bevor der größte Berg kommt. In einem stundenlangen Aufstieg klettern wir über 1000 Höhenmeter den Berg hoch. Meine Füße fangen plötzlich an zu brennen. Oben auf dem Gipfel breche ich zusammen. Und als wir die Schuhe ausziehen, sieht man, warum. Meine Füße sind nicht mehr aufgeweicht, sie sind offen und völlig entzündet. Die Schmerzen sind unbeschreiblich. Genau davor hatte Rick uns gewarnt, dass der sogenannte Jungle Rot unsere Füße erwischt. Durch die ständige Nässe und das stundenlange Laufen in den verschwitzten Schuhen. Aber dass es so schnell, so schlimm werden kann, hätte ich nicht gedacht. Im Schneckentempo humple ich den Berg runter und halte dabei die ganze Gruppe auf. Am nächsten Tag sieht man, wie krass es mich erwischt hat. Ich kann gar nicht stehen auf meinen Füßen.
geschweige denn laufen. Mir wird klar, ohne die Hilfe der anderen komme ich hier nicht schnell genug raus. Wie absurd das ist. Ich, die mit der wenigsten Vorbereitung, dem schlechtesten Equipment, mit den nervigen Fragen nach den Gefahren, bin jetzt ein richtiges Problem für die Gruppe. Ich fühle mich beschissen, aus so vielen Gründen. Die Gruppe schmiedet einen Plan. Sie wollen mich raustragen, durch die Flüsse durch, 12 Kilometer durch Matsch und Geröll. Und schon wieder bin ich wahrscheinlich die größte Memme von allen. Also ganz ehrlich, ich habe wirklich, wirklich große Angst heute. Ich habe einfach Schiss. Und Schmerzen. Und für die anderen ist das der Urlaub. Das ist so crazy. Aber anstatt sich solche Gedanken zu machen, ziehen sie einfach durch. Eins, zwei, drei. Oh, oh, oh. Erst nehmen mich zwei der Männer abwechselnd Huckepack, jeder über fast 2 Kilometer. Es ist echt krass, wie der Marc Katja durch diesen Wald trägt. Danach komme ich auf eine selbstgebaute Trage aus Ästen und Regenjacken. Wäre ich einer der wahrscheinlich 250.000 Migranten, die hier pro Jahr durchwandern, hätte ich diese Hilfe nicht gehabt und die Situation vielleicht nicht überlebt. Auf der Flucht durch den Darien Gap hätte wohl kaum jemand Kraft oder Zeit, so eine Rettungsaktion zu starten. Viele Migranten sterben, weil sie mit offenen Füßen zurückgelassen werden oder sie werden vom Fluss weggerissen, sagt Rick. Auch für unsere Gruppe ist das hier ein Riesenkraftakt. Ich bin so dankbar, dass ihr mich da rausgeholt habt. Alle können jetzt an den beiden letzten Tagen in einem Dorf am Pazifikstrand ausspannen und über unsere Tour reflektieren. Das, was wir hier erlebt haben, hätte ich mir niemals vorstellen können. Und dass es irgendwie so viele Wendungen gibt. Hätte jeder Schritt, gerade bei der Müdigkeit und ja, wenn man eh schon fertig ist, hätte auch anders ausgehen können. Ein Stress der anderen Art auf jeden Fall. Was hatte Rick am Anfang der Tour nochmal gesagt? The Darien has a reputation of being like an unforgiving track of jungle. Ja, ziemlich unforgiving, wenn ihr mich fragt. Ich kann wirklich nicht behaupten, man hätte mich nicht gewarnt. Ob wir Spuren im Dschungel hinterlassen haben? Bestimmt. Aber der Dschungel hat auch ganz schön dolle zurückgetreten. Ich hoffe, dass es den Darien Gap noch lange, 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 lange Zeit gibt. Aber ich traue mich da so schnell nicht mehr so tief rein. Nee. Durch meine Teilnahme an dieser Tour wollte ich rausfinden, wie gefährlich so etwas ist, was die Leute am Dschungel so fasziniert und ob es dem Regenwald schadet, wenn wir ihn zum Spaß durchqueren. Mein Fazit: Es ist scheißgefährlich. Wie Wandermut schon sagt, nur eine Frage der Zeit, bis was Ernsthaftes passiert. Aber es gibt eben Leute, die auf genau dieses Risiko stehen. Und die Frage nach der Vertretbarkeit? Natürlich gibt es Gründe gegen so eine Tour. Der Wald, die Tiere, das Klima. Die Natur hat gar nichts davon, dass wir hier durchwandern. Aber die Menschen im Darien Gap zum Teil schon. Die Gefahren so einer Tour sollte sich jeder aber wirklich bewusst machen. Für die meisten, inklusive mir, ist es wahrscheinlich eine Spur zu krass. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn ihr noch mehr zum Thema Seven vs. Wild sehen wollt, dann schaut euch dieses Video von Valulis Daily an.